Herzlich willkommen hier auf Gaming Paradise 9046 zur nächsten Folge unserer Trainerkarriere hier bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und ja, der Mission Aufstieg zweite Liga, nenne ich es mal so. Hier möchte ich einen Spieler ändern. Das nicht, weil ich denke, dass der Spieler, der drin war, schlecht ist. Sondern weil ich denke, dass der Spieler, der drin ist, den ich reinnehme, gestärkt werden muss. Heute geht es halt im Spiel gegen Halle. Transferangebot für Hufnagel. 1,1 Millionen. Welchen Verein denn? Na ja, gut, Türkei. Also ich habe so gerade eher das Gefühl, dass wir den guten Mann gebrauchen können. Deswegen gehe ich utopisch hoch. Einfach weil ich weiß, dass sie es nicht annehmen wollen und werden. Genau. Haben wir das auch schon abgelehnt? Gehen wir rein ins Training erneut. Kurz über die Jungs drüber gucken. Möchte ich mal gucken. Was war hier nochmal? Dann nehmen wir auf jeden Fall mal Gosselin raus. Nehmen Hahn mit dazu. Gleich jetzt zum Spielen. Vorab rein in die PK. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Okay. Auf jeden Fall. So können wir auf jeden Fall ins Spiel reingehen. Und uns so langsam tatsächlich auf den Aufstieg vorbereiten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Dem Spiel möchte ich heute mal Diawosi auf rechts ausprobieren wieder. Gucken wir unseren Hahn hier auf links.
dann auf jeden Fall Hasenhüttel rein. Oder, nee, lassen wir. Das lassen wir, aber Christensen darf definitiv mal hier hin. Und nach vorne kommt auf jeden Fall Vidal mal wieder zum Zug. Oder auch nicht, sondern eher in der zweiten Halbzeit dann. Ich denke, das kann man mal so spielen. Ich überlege schon so ein bisschen für die nächsten Spiele vor, wie ich die Aufstellung und so planen möchte. Der große Tag. Heute können, heute wollen Sie den Aufstieg schaffen. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es ist eine Partie, in der es für die Gäste mit dem Aufstieg klappen könnte. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Eine ganz wichtige Partie für die Gäste, denn sie können heute und hier den Aufstieg unter Dach und Fach bringen. Das wäre so wichtig für diesen Verein. Ein Riesenerfolg und ich glaube, das kann heute klappen. Gut den Ball verteidigt. Jetzt haben Sie den Ball. Schade. Da wollte ich den da oben auch noch in Szene setzen nach dem Fehlpass. Tietz Rivero. Genau sowas wollte ich auch Jonas sagen. Niedfels. Was macht er draus? Gündüz! Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Wenn die anderen Ergebnisse stimmen, Buschi, dann könnte das heute schon der Aufstieg werden. Richtig, aber Sie müssen sich natürlich vor allem erstmal auf Ihr eigenes Spiel konzentrieren. Dem ist wohl so. Papadopoulos. Gündüz. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Hier, wo sie jetzt auf Außen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da ist das Tor. Der Banne ist bereits früh gebrochen. Wir haben den direkt ersten mal mit der Torvorlage für Schröter. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, vor allem, wenn man einen so frei stehen lässt. Mit einer Klasse vom Schröter. Tietz Rivero. Jonas Niedfels. Jetzt der Vorstoß. Guter Zweikampf. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch voller Selbstvertrauen auftreten. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Macht das ganz sicher. Der Ballverlust. Okay, den Ball haben wir. Bis jetzt verloren. Das ultimative Ziel, der Aufstieg.
Ist immer noch machbar, Buschi. Klappte der Pass nicht. Ja, aber dazu brauchen Sie heute einen guten Auftritt. Dann können Sie es packen. Papadopoulos. Macht das da gut? Nicht nur, wir können es packen, wir werden es packen. Könnte der Ausgleich sein. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Kurze Variante bei dieser Ecke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ja. So, sag ich mal, das Gündes. Vorrangige Ziel an der Stelle. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Fuchs. Tich Rivero. Guter Spielaufbau. Das muss der Ausgleich sein. Schön abgeblockt. Das muss es sein. Fuchs. Sie geben den Ball ab. Alter, was war das? Klasse Chance jetzt. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Capoe. Fuchs. Gut abgeblockt. Sehr gut aufgepasst. Tich Rivero. Ballverlust. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Okay, fast. Tich Rivero. Der Sack. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Da kann er klären, gut aufgepasst. Fuchs. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Tich Rivero. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und Ballverlust. Kann er was draus machen? Ball kommt rein. Oh, da muss doch einer sein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. So, Pause in dieser Begegnung. Sie möchten heute. Okay. Da auf Halbzeit zu pfeifen, weiß ich jetzt nicht. Also ehrlich, ich sehe jetzt nicht so viel Grund zu wechseln. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Der Ballverlust. Jonas Niedfels. Tich Rivero. Anspiel kommt gut. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht ein Tick zu spät.
Fuchs. Ja, der nächste tolle Pass. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Wirklich gut, hat sein Tor gemacht und ich habe so im Gefühl, dass er im zweiten Durchgang zum entscheidenden Faktor werden kann. Das könnte was werden jetzt. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Wandowski. Fuchs. Klasse Pass. Ist hier immer noch am Ball. Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt ist der Platz da. Sie haben immer noch den Ball. 5 Worte. Was für ein Tor, Buschi. Tja, Wolf, ein paar Worte mehr. Ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein Wort. Klasse. 2-1. Hier ist noch alles drin. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Fuchs. Jetzt wird's gefährlich. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das muss der Ausgleich sein. Immer noch gefährlich. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Ja, könnte was werden. Gefährlich. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Stark, das war's mit der Chance. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Sternberg. Sie spielen den Ball zurück zum Keeper. Gündüz. Jonas Niedfeld. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für... Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, guter Pass. Nein. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Jetzt der Schuss. Geht doch dir, wo sie. Zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Sein 7. Tor schon. Ja, und jetzt die Frage, wie viel hat er bei uns geschossen? Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ich sag mal so, keine 7. Gutes und ausgeglichenes Spiel. Gündüz. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Nee, der Ball ist erstmal weg.
Und damit ist der Ball weg. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Was macht er draus? Guter Einsatz, er hat den Ball. Okay, das war jetzt Käse zum Schluss. Tich Rivero. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Das könnte was werden. Da kommt die Hereingabe. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Das macht er gut. Warum passt nicht direkt weiter? Blöd, Mann. Und das ist der Ballverlust. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Boah, aber der wird einer. Der ist zur Stelle, schöne Aktion. Wenn sie aus der Ecke was machen, könnte das die Führung und fast schon der Sieg sein. So, Ecke kommt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Klasse Aktion, Ball ist weg. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Ja, mit viel Übersicht. Capoe. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jetzt der Schuss. Das ist die Führung. Ganz geht doch, Schulter. Der Treffer von Ihnen. Das müsste es eigentlich sein. Na, was hatte der Buschmann eben gesagt? Könnte zum Schluss nochmal wichtig werden. Da ist der Treffer nochmal, der hier vielleicht für die Entscheidung gesorgt hat. Nervenstark und dann einfach rein damit. Die erneute Führung rausgeholt. 3:2 also. Da ist alles drin. Schluss in diesem Spiel, liebe Zuschauer. Und der Traum vom vorzeitigen Aufstieg, der ist heute noch nicht in Erfüllung gegangen. Damit ist diese Entscheidung erstmal vertagt. Ich glaube, die Mannschaft ist nach wie vor stabil, so stark. Das ist die Frage, wer hat denn gerade dementsprechend gegen uns gespielt, sozusagen? Na, Dresden unter anderem vielleicht. Aber das können wir ja jetzt eigentlich sehen und lesen. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Also wir haben doch alles getan, was wir können. Vielen Dank für die immer mit ihrer Glückfrage, das ist schon nervig. So, es gibt noch 3 Spiele zu spielen. Also wir sind auf jeden Fall in den Playoffs drin. Sozusagen. Aber wir haben ein Ziel von wegen Markenpräsenz. Aber eine niedrige Quote, sage ich mal. Dann schauen wir mal, ob wir es jetzt so langsam hinkriegen, das nach oben zu spielen. Unser Kontrahent sozusagen wird dafür Oerdingen sein. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob wir Schwabel vielleicht doch mal loswerden.
6,3000 für. Oder anders, wer will den haben? Irgendein japanischer Verein ist das. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ich weiß, dass ich sehr hoch poke. Ach, ich mit meinem Spielertausch, weißt du? Eine gute Summe. Ist die Frage, was Schwabe dazu sagt. Ja, die Antwort darauf, die sehen wir dann im nächsten Part. Da ich diesen jetzt an dieser Stelle beenden werde, daher heißt es für mich, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.